Denn bei der Lava könnte immer Redstone sein und sowas, ist immer ganz cool. Aber zuerst gehe ich mal in den dünnen Gang rein, weil der, glaube ich, eh nicht so lang ist. Und der wird gleich wahrscheinlich zu Ende sein. Ja. Nein, doch, es war falsch gedacht. Scheiße, ich habe eben gerade gedacht, da wäre ein Smaragd-Dungeon. YOLO. Einfach ein Dungeon hier. Geil. Tot. So. Spawn einfach unschädlich gemacht, bevor er irgendwas machen konnte. Geil. Hier ist einfach ein Dungeon. Ich habe eben gerade gedacht, dass ein Smaragd da wäre, war aber nur Kohle. Die Smaragde gibt es ja nur in Bergbiom, in diesen Extreme Hills. Das ist ja geil. Weißt du was, nehme ich einfach Eisen mit und Kakaobohnen lasse ich hier, Weizen auch. Boah, cool. Großzügig, danke mal. 10 Eisen hier drinne. Ja, die Kisten sind eher wertlos eigentlich, die braucht man gar nicht. Den Mossstone können wir uns eigentlich mitnehmen, aber lasse ich mal trotzdem hier. So, hier ist noch Kohle. Boah, das ist ja cool. Ich dachte, ich habe so einen Smaragd entdeckt, aber nee, es war nur Kohle und dann entdecke ich einfach einen Dungeon. Wir finden gerade ziemlich viele Dungeons in letzter Zeit, finde ich. Das ist schon extrem viel geworden. Was natürlich nur gut ist und nicht schlecht, sondern es ist einfach geil. Oh yeah. Ach ja, wenn ihr das hier gerade seht, die Folgen, dann habe ich ja schon Ferien. Oh, ich feiere das gerade so hart. Und welche Folge haben wir jetzt eigentlich gerade? Ich gucke mal in meinem Gedächtnis nach, an meinen Gedanken. Das ist Folge... Dann war das Folge... Oha. Ich glaube, wir haben gerade uns... Oh, ich habe mich gerade wieder erzählt. Das müsste... Ach, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich denke jetzt trotzdem nach, einfach mit Escape. So, dann denke ich jetzt mal kurz nach. Das ist trotzdem immer relativ schwierig mit der Zeit, das abzuschätzen. Okay, ab 16 Minuten waren das auf jeden Fall Folge 296. Okay, okay. Dann bedeutet das, ab eine Stunde wären das dann... okay. Ich hab's auf dem Schirm, ich hoffe, ich hab's richtig, denn nach meinen Rechnungen müsste ab 1 Stunde 16 der Aufnahme müsste dann Folge 300 losgehen. Das, glaube ich, war nämlich auch so. Boah, so viele Rohstoffe hier. Voll geil. Und unsere Devise ist immer weiter nach unten. Denn wir wollen eigentlich jetzt Redstone sammeln. Sogar extrem viel Redstone, denn wir brauchen noch ein bisschen was. Naja, und einmal im Redstone Rush kann man auch echt viel Redstone finden, habe ich ja schon erwähnt, dass es echt geht. Wenn man einmal wirklich danach gezielt sucht, dass man auch viel finden kann, das werden wir jetzt auch tun. Ich werde jetzt nur noch nach unten gehen, in der Hoffnung Redstone zu finden. So, Kohle haben wir auch schon einiges zusammen. Was natürlich auch immer gut ist, aber ich will auch Redstone haben. Denn der ist extrem wichtig, ich habe noch nie so viel Redstone gebraucht für irgendwas. Na, für die Erntemaschine braucht man auch nicht so viel Redstone. Das ist eigentlich gar nicht mal so extrem. Aber dafür braucht man halt auch ein bisschen was Wertvolleres. Man braucht halt Slimes. Und damals, als ich die erste Erntemaschine gebaut habe, da waren Slimes noch übertrieben wertvoll. Also es war schon nicht so schön. Deswegen habe ich meine Erntemaschine immer aus normalen Pistons gebaut und nicht aus Sticky Pistons. Und ich will halt gerne Sticky Pistons haben, ne? Ach, der ist doch gar nicht voll, der Stack. Ja gut, dann haben wir natürlich hier... einen Fehler gemacht. So, das geht auch mit. Boah, hier ist einfach so viel Zeug drin, das ist Wahnsinn. Geil. Oh ja, yeah. Oh, in den Ferien werde ich so viel aufnehmen können, hoffentlich. Geile Scheiße. Ach, noch ein Gang. Boah, da geht der richtig tief runter. Ach genau, da wollen wir auch rein. Da wollen wir rein. Hier auch noch. Ah, Mann, hier sind so viele Gänge. Ich gehe erstmal zu dem Gang hin, wo die Lava war, weil da halt die größte Chance ist, dass wir da irgendwas finden. Hier war noch ein Gang, da war auch noch einer. Geht's da runter? Nur um zu testen. Ja, da geht's runter. Ja, da geht's echt total gut runter. Da war ein Creeper. Ey, ich gehe jetzt einfach mal zuerst in den Gang, wo die Lava war, weil... genau dort nämlich auch... Oh, das ist ein Skelett. Dort haben wir die größte Chance auf Redstone, das ist einfach so. Oh, er ist doch von der anderen Seite einfach gekommen. Ich hab's genau gewusst, dass er einfach so eine Scheiße machen wird. Da ist noch ein Gang. Gut, dann gehen wir mal einfach... Boah, hat er mich gerade verjagt, der scheiß Zombie. Geh sterben. Boah, Herzinfarkt. Wo war der Gang? Der war hier unten, genau. Dort. Alter. Da ist überall Eisen, ich weiß das. Und die Fledermaus sitzt immer noch da. Groß. Die Fledermaus verbrennt einfach in der Lava.
Geil. So, hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Aber so viel Kohle einfach. Wow. Und hier ist noch ein Gang. Alter, diese Hülle ist so groß. Diese ganzen Gänge hier drin, das ist ja Wahnsinn. Bam. Da ist ein Creeper. Also so viele Gänge habe ich echt noch gar nicht gesehen. Also guckt euch das mal an einfach. Man kommt hier rein. Man guckt sich um. Ein Gang. Zwei Gänge, das sind eine Zweigang. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Gänge einfach mal. Da hat man so viele Möglichkeiten. Ich bin so behindert. Ich habe hier nicht geschlagen, weil ich dachte, ich könnte Crit Damage machen. Aber es war eigentlich nur dumm von mir. Boah, einfach acht Gänge. Das ist Wahnsinn. Ein Acht-Gänge-Menü im Höhlenformat. Wow. Da ist noch einer. Ich will einfach nur zur Lava mal kurz hin, um da gucken, ob da irgendwas ist. Und dann werde ich einfach alle Gänge erforschen, die hier sind. Riesige Höhle wieder gefunden. Geile Scheiße. Ja, das ist doch ein super Bild eigentlich von hier aus, ne? Moment. Screenshot-Folge hier. Hier nochmal. Weil einfach acht Gänge sind. Das ist Wahnsinn. So. So, oder wie mache ich das? So einfach, ja. So, der hat die Fackel weggesprengt. Und da ist noch ein Gang drin, den habe ich auch gar nicht entdeckt. Das sind also 9 Gänge sogar. Alter, das ist wirklich viel. Und wir kommen um die ganze Kohle einfach nicht herum. Wir haben schon so viel. Und hier ist wieder ein Überschuss an Kohle drin, merke ich. Oh. Ja, geil. Sehr fair, wenn ich mein Inventar gucke. Einfach angreifen, ne? Der tanzt einfach. Yeah. Er ist einfach tot. Nach dem ersten Schlag direkt. Der ist wohl runtergefallen von da. Hä, der hat doch gar keinen Schaden bekommen eigentlich, wenn der runterfällt. Na gut, ist halt tot und tot ist tot. Und gut ist. So. Alter, so viel Kohle. Das ist nicht zu fassen. Ich will so viel haben, wie es geht. 49 schon. Komm her. Und wir können vielleicht unseren Level-Rekord sogar noch überbieten, den wir damals hatten. Also damals, nach dem Verzaubern. So, man muss auch sagen, wir waren hier wieder Level 20. Also das ist schon nicht ganz so anders. Okay, unsere Spitzhacke ist bald tot. Wir sollten gerne mal in den Gang jetzt irgendwo reingehen, weil ich Redstone finden will, bevor die Spitzhacke halt tot ist. Die ist schon im roten Bereich jetzt. Und die bringt halt mehr Redstone, weil wir hier einfach Fortune 3 drauf haben. Muss man auch mal merken. Und da wir Diamanten gefunden haben, können wir noch eine Spitzhacke verzaubern eigentlich. Fände ich zumindest angebracht. Kohle. Ist da Eisen? Ne, da ist kein Eisen. Und das kann man auch auf jeden Fall bekommen. Das auch noch. Und das andere aber nicht mehr. Ist da noch mehr? Okay. Und dann mache ich mal kurz hier so eine Fackel hin, einfach mal um, damit ihr auch genug seht hier. Denn ich weiß nicht, wie viel ihr seht von dem Ganzen. Ich sehe halt nicht so viel. Und das liegt auch daran, dass man nicht so viel sieht, weil der Schwarzwert meines Monitors, also dass ich nicht so viel sehe, dass der Schwarzwert meines Monitors einfach extrem gut ist. Und deswegen sehr viel Schwarz, ach, sehr gut angezeigt wird. Also was schwarz ist, ist auch wirklich hier schwarz. Was ich nur begrüßen kann. So. Komm her. Kohle über Kohle. Und so viele Level auch deswegen. Das ist so geil. Oh, ich weiß noch früher, als man noch keine Level bekommen hat, wenn man Kohle abgefarmt hat. Das war noch Zeiten. Auch schon lange vorübergegangene Zeiten, weil das Update ja schon echt alt ist, bei denen das eingefügt wurde. So, weg mit dem Zeug. Weg damit und weg mit der Grütze. Brauchen wir alles nicht. Hier ist noch Kohle. Ebene, sag an. Ich habe einen Screenshot gemacht, das war jetzt Ebene 39, okay. Ab hier gibt's Redstone. Bedeutet also, unsere Chance ist gar nicht mal so niedrig, dass wir jetzt Redstone finden könnten. Es ist auf jeden Fall möglich. Darf man nicht vergessen. Aber unsere Spitzhacken sind bald tot. Unsere Rüstung ist auch bald... Oha, die ist sogar richtig schon am Arsch. Ey, Spitzhacke geht einfach weiter aus. So, oh, so viel Kohle.
Ich muss einfach die ganze Kohle mitnehmen. Das ist mein Instinkt. Und der ist einfach so heftig. Der muss einfach immer farmen. Eben mehr. Ach, hier ist noch mehr Lava einfach. Aha. Denn hier unten ist nicht mal so viel. Moment, ich mach mal kurz den hier. Damit es auch ein bisschen ausgeläuteter ist, damit nicht sofort was spawnt. Geht's da in Lavasee? Ja, da geht's in Lavasee. Gut. Nee, die Lava lasse ich mal kurz hier. Ja, die geht weiter runter irgendwie, ne? Da ist bestimmt Redstone drin irgendwo. Boah, ist das groß einfach. So viel. Da geht's runter. Ach, geil. Ist da eine Schlucht? Nö. Aber grünes Wasser. Oh, scheiße. Fackeln. Nee, ich stelle mich jetzt nicht an die Lava ran. Auf keinen Fall. So, haben wir noch Stickies? Wir haben nur noch wenige Stickies. Ich mache mal kurz neue. So. Dann nehmen wir mal kurz die Stickies und machen uns ein bisschen Fackeln. Aber nur so viele, wie wir brauchen. 64 nämlich. Der Rest kommt wieder mit. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt genau? Wollen wir jetzt hier lang gehen und Redstone suchen? Auf Ebene 34 sogar schon. Ah, da geht noch mehr Lava runter. Und da geht es noch weiter runter. Da sind noch so viele Gänge. Da ist ein Enderman. Puh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn, naja. Da ist ein Creeper. Kommt der überhaupt hier hin? Nö. Kommt der nicht? Oh, nicht runterfallen hier. Das wäre echt tödlich. Da ist nämlich Lava. Da ist noch mehr. Ich muss hier runter eigentlich. Es geht gar nicht anders. Moment. Nee, nicht explodieren. Oh Mann, das darf ich eigentlich gar nicht machen hier. Ich mach mal Folgendes, glaube ich. Die Lava wollte ich eigentlich abdrehen hier. Also so, dass sie nicht mehr runterfließen kann. Das mache ich mal kurzerhand. Nämlich so. Man kann die einfach eindämmen, indem man den hier macht. Und dann hier noch weiter geht. So. Und bis dort. So. Jetzt ist sie eingedämmt, jetzt kann sie nichts mehr machen. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen dunkler hier unten auch. Was aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm ist. So. Da war noch Kohle. Aber hier ist auch kein Redstone irgendwie. Das ist doof. Aber ab hier kommt auf jeden Fall Redstone. Ich gehe, glaube ich, gehe einfach mal ganz weit nach unten. So weit, wie es halt geht. Und das wäre epic. Ist ja wirklich epic. Oh. Hier geht's auch nach unten. Mann, es sind so viele Gänge, man kann sich gar nicht entscheiden, für welchen Gang man nehmen möchte. Boah. Zieht euch das rein einfach. Die Kohle ist bis da unten hingefallen und da ist noch ein Gang. Och nö, ich habe gar keinen Bock jetzt alles zu erforschen. Na gut, doch schon, aber ich möchte eigentlich erstmal Redstone finden und die Höhle ist so episch, da werden wir auf jeden Fall nochmal reingehen. Da werde ich mir bald nochmal die Minimap installieren, also damit wir den Waypoint setzen können in der Höhle, wo was Episches ist. Damit wir immer dann dahin zurückkehren können. Oh meine Fresse. Boah. Ey, das ist so heftig. Da ist so viel Zeug einfach. Ich will nicht immer neue Gänge einfach anbrechen, wenn ich die alle noch nicht erforscht habe. Und hier zum Beispiel ist auch noch was. Nee, will ich jetzt nicht reingehen. Die bekommen wir, glaube ich, gar nicht die Kohle, oder? Ich versuche es trotzdem mal zu bekommen. Ja, doch haben wir. Da ist noch ein Experience Point. Er wird sterben. Und du bist tot. Komm zu Papa Experience. Ah, die fällt runter, scheiße. Naja, gut. Dann tut sie es halt, dann soll sie runterfallen. Hier sind auch noch Gänge, ne? Da sind Monster. Hier geht's nach unten und da ist noch mehr Lava. Das ist echt kritisch, ne? Hier war die Lava, da war noch ein bisschen Eisen. Also Eisen kann man eigentlich immer mitnehmen, aber da brauchen wir echt viel von, für Rüstung und sowas. Weil wir eigentlich nonstop eine Rüstung tragen sollten. Also wir sollten immer wirklich.